Hallo, liebe Fangemeinde. Wie ihr seht, sind wir heute bei uns im Proberaum und machen mal ein paar Probeaufnahmen fürs neue Album. Das soll 2018 rauskommen und wir müssen natürlich auch erstmal testen, ob unser neuer Mann an der Gitarre die Songs auch alle richtig durchreißt. Und ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein super Jahr 2017 und wollen möglichst viele Shows spielen und dachten wir uns, wir zeigen mal ein kleines Lebenszeichen aus unserem Proberaum. Ja, nachdem das ja auch unser 10-jähriges ist dieses Jahr, wollten wir mal ein bisschen was Neues machen. Schauen wir mal, wie das hinhaut und ob Arne uns vernünftig was reinzaubert hier. Ja, und ich übergebe einfach mal an unseren neuen Mann. Ne? Danke, Arne. Ja, so neu bin ich halt auch gar nicht mehr. Ich bin da halt schon längere Zeit jetzt mit dabei, kenne die Jungs ja halt auch schon so lange, wie es die gibt, seit 2007. Und Johannes ist früher auch unser Tourbegleiter gewesen. Das war halt auch ganz cool. Deswegen hat man da so diesen Kontakt halt so schnell hergekriegt. Und ich selber mache halt seit 45 Jahren Musik. Und und ich lasse mir die Haare auch wieder wachsen. Weil mit Glatze, da ist man heute auch nicht mehr so angesagt. Ich habe mir sagen lassen, mit langen Haaren und mal ab und zu wieder zum Friseur gehen, das ist heute auch ganz okay. Und weiter geht's mit der... Ja, danke Krusty. Ja, das war's hier aus dem Proberaum von Bullseye. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir uns recht häufig dann live mal sehen.